Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier. Let's Play Alice 17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map Version 2.0 ohne Gräben. Weiß gar nicht, was ich bei der Folge heute Morgen gesagt habe. Habe ich da 1.9 noch gesagt oder habe ich da 2.0 gesagt? Ich weiß es nicht. Bin verwirrt. Ja. Auf jeden Fall, wir sind also auf der Version 2.0 seit heute Morgen. Mein Urlaub ist vorbei. Habe ich ja auch schon gesagt. Ich wiederhole es jetzt nur nochmal. Das ist die erste Aufnahmesession jetzt nach dem Urlaub. Die erste Aufnahmesession seit 4 Wochen im Prinzip. Oder fast 4 Wochen. Ja, doch 4 Wochen kann man sagen. Und wir sind jetzt tatsächlich mit der Aussaat endlich fertig. Das heißt, ich bringe jetzt hier gerade die ganzen Fahrzeuge zurück. Und werde dann auch mal tanken und alles, was so dazugehört. Und hier ein bisschen aufräumen am Hof und dann kümmern wir uns um die Produktion. Ja, so ist das. So ist das. Falls ihr euch wundern solltet, warum kommen denn heute 2 Folgen? Mensch, ist doch gar nicht Wochenende. Nee, habt ihr recht, ist kein Wochenende. Aber ich bin letztes Wochenende aufgrund meiner kurzfristig veränderten Urlaubsplanung nicht dazu gekommen, Samstag und Sonntag jeweils 2 Folgen zu veröffentlichen. Und gestern, Montag, habe ich auch keine Folge veröffentlicht. Erste Mal seit weiß ich nicht wie lang, dass ich eine Folge habe ausfallen lassen müssen. War nicht meine Absicht, aber mein Urlaub war mir dann erstmal wichtiger. Okay. Gerade der verkauft, das ist gut. So. Und ja. Jetzt verhaspel ich mich gerade. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich die Folgen nachhole. Werde ich euch also nicht schuldig bleiben, deshalb gibt es heute 2 Folgen. Heute Morgen gab es eine, jetzt 14 Uhr gibt es wieder eine. Morgen auch 10 Uhr, 14 Uhr und ebenso dann am am Donnerstag und ab Freitag bin ich dann wieder da, wo ich sein wollte. Jo. Freitag, Samstag wird's Livestreams geben. Und da sind wir auch schon beim Thema. Das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen, heute Morgen. Wir gehen weg von der Hauptfach erstmal. Update ist nicht in Sicht. Also, ne, es gab ja immer wieder, es gab vor meinem Urlaub, gab es schon, oh, das Update kommt. Und da habe ich mir gedacht, ah, Mist, jetzt gehst du in Urlaub und das Update kommt und so. Ja. Nichts verpasst. Update kam nicht. Jetzt ist 4 Wochen später. Es gibt immer noch kein Update. Ich kann das ja verstehen. Ich weiß, dass das eine Höllenarbeit ist, das zu machen. Ich sehe das ja auch im Stream. Aber ganz ehrlich, meine Meinung, dann soll ich den Leuten nicht immer sagen, es kommt ein Update. Ja, und jetzt Mittwoch kommt ein Update. Nee, und am Wochenende und dann immer wieder verschieben. Nein, sondern dann soll er doch einfach direkt sagen, nee, Leute, Update kommt, wenn es fertig ist. Und das kann auch noch ein paar Wochen dauern. Aber nicht immer ja jetzt und dann und dann. Und das ist so ein bisschen, ne, ich meine, das heißt ja immer, es gibt genug andere Maps, soll man die doch spielen? Ja, machen wir auch. Also das ist ja überhaupt kein Thema, weil wir haben damit echt viele Probleme gehabt mit unserem Server und so. Und ich will, wie gesagt, den lieben Tobi da auch gar nicht angreifen persönlich. Ich finde es nur schade, finde diese Informationspolitik ein bisschen schade. Wenn man dann, wenn andere Leute dann in einer Facebook-Gruppe mal nachfragen, ob es denn schon ein Update gibt, dann werden die ja nur blöd angemacht. Von wegen, nee, und nee, sollen nicht immer fragen und das ist doch dämlich und ja, und es gibt ja immer die Streams von Tobi. Ja, aber wenn man die Streams guckt, hört man immer wieder, ja, dann soll was kommen, dann soll was kommen, dann soll was kommen. Es kommt aber nichts, weil dann immer noch wieder Arbeit ist. Und es gibt ja auch tatsächlich Menschen auf dieser Welt,
die jetzt nicht zwingend so viel Zeit haben, sich immer ständig irgendwelche Livestreams im Internet anzusehen. Ja. Also, sei es nun, weil man arbeitet oder weil man andere, und ich meine, das ist ja nun heutzutage echt ein leichtes, vielleicht dann auch mal eben in der eigenen Facebook-Gruppe zu schreiben. Pass mal auf. Update dauert noch, kommt nicht wie im Stream gesagt am Mittwoch, sondern kommt später oder so. Ja, anstattdessen wird man in der Gruppe dann von irgendwelchen Gruppenmitgliedern blöde angemacht, warum man denn so eine Frage stellt. Und man soll doch nicht sich so anstellen und so. Nö, und wie gesagt, wir haben echt Probleme gehabt. Ich weiß nicht, wann das Update kommt. Wenn das Update kommt, müssen wir mal gucken, ob wir es mal anspielen, ob wir es mal ausprobieren, ob es auf dem Server läuft. Vernünftig. Und wenn ja, mal schauen. Also die Map ist toll. Also landschaftlich ganz toll. Von dem, was da alles verbaut ist, ganz toll. Ich bin mir sicher, dass wenn das Update kommt... Wenn das Update kommt, dass man dann auch einen ganz tollen Billardtisch im Büro am Hof hat, am Rinderhof oder am Kuhhof. Und dass man auch einen super geilen Smoker auf der Dachterrasse stehen haben wird. Ja, aber naja, gut. Wie gesagt, das ist... So, sagen wir, ich mache kein Update mehr oder so. Ich arbeite jetzt an der finalen Version. Es wird immer so hingestellt, gar nicht von Tobi selber, sondern von anderen, dass er genötigt wird, irgendwelche Updates zu machen. Und wobei, den brauche ich da oben ja eigentlich gar nicht mehr. Dass Tobi genötigt wird, irgendwelche Updates zu machen. Nein, er wird nicht genötigt. Die Leute bringen Fehlermeldungen. Die helfen ihm ja auch, dann sein Update fertig zu machen. Aber niemand verlangt doch, dass das sofort behoben sein muss. Ich sag mal, wenn man dann sagt, nee, ich werde genötigt, dann, weil man sich nötigen lässt. Und nicht, weil die Leute da einen wirklich jetzt mit vorgehaltener Waffe da irgendwie zu zwingen, irgendwelche Änderungen zu machen. Ich mache mich jetzt vielleicht hier nicht unbedingt beliebt mit meiner Meinung, aber meine Meinung muss nicht jedem gefallen. Ich muss nicht bei jedem beliebt sein. Ganz klar. Das ist eben so. Es gibt Menschen, denen passt meine Meinung, es gibt Menschen, denen passt meine Meinung nicht. So, da muss ich mit leben und da werde ich auch mit leben. Das ist mir jetzt dann doch relativ egal. Wie gesagt, die Map ist großartig, höchsten Respekt auch vor Tobi, was der macht und wie viel Zeit er dafür aufwendet. Aber ich habe manchmal das Gefühl, er verzettelt sich dann auch. Also, eben Beispiel... Ja, brauchen wir unbedingt einen Billardtisch und so. Ja, ist schön, aber dann soll er nicht sagen, ich mache ein Update, wo dann die Fehler behoben sind. Dann soll er einfach sagen, er macht jetzt als nächstes die finale Version der Map. Und wenn die da ist, dann können alle glücklich sein. Und können damit spielen. Und dann ist toll. Und nicht irgendwie immer von Stöckchen auf Stöckchen. Das finde ich schade persönlich, weil ich hätte die Map echt gerne weitergespielt. Aber so, in dem Zustand, wie sie im Moment ist, liegt vielleicht auch mit an unseren Mods, die wir haben. Gar keine Frage. Also wir haben schon recht viele Mods drin und wir haben den MP-Manager drin und so. Aber so in dem Zustand, wie wir im Moment da mitgespielt haben, hat es keinen Spaß gemacht. Und daher machen wir was Neues. Und ihr könnt mitentscheiden. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einer Abstimmung und da sind 15 Maps, glaube ich, sind da aufgeführt und dann könnt ihr dafür abstimmen, welche Map wir denn eurer Meinung nach spielen sollen. Da ist also unter anderem auch wieder die Nordfriesische Marsch bei, mit und ohne Gräben. Da ist Stappenbach bei, Hot Online Farm, Kornbelt Reloaded, ganz viele Sachen, ganz viele Maps. Also 15 Stück. Wie sind diese 15 zusammengekommen? Ganz einfach.
ich habe bei uns in der Gruppe, in der Multiplayer-Gruppe nach Vorschlägen gefragt und habe die Vorschläge einfach mal aufgeschrieben. Sicherlich kam ein, zwei, so die Multimap kam zum Beispiel von mir der Vorschlag oder auch, wie heißt sie denn? Die Hot Online Farm kam auch von mir als Vorschlag. Ich habe die Map selber noch gar nicht gespielt, ich habe sie mal reingeschrieben. Es wird so sein, dass ich mich nicht komplett darauf, also dass ihr nicht den bestimmen könnt, was wir spielen, aber ihr könnt eben eure Stimme abgeben und genauso kann jeder bei uns von den Multiplayern, kann jeder auch eine Stimme, also hat jeder auch eine Stimme und kann die abgeben. Und dann damit entscheiden wir dann, wer denn nachher dran ist. Also welche Map wir denn nachher spielen. Ich habe, also wir wissen auch noch nicht, ob wir mit Seasons oder ohne spielen, ob wir Multiplayer wirklich machen mit verschiedenen getrennten Höfen oder ob wir einfach sagen, wir bauen, wir arbeiten alle an einem Hof. Müssen wir mal schauen. Ja, und ihr habt wie gesagt genauso ein Stimmrecht wie jeder andere bei mir aus der Gruppe, nur dass ich eben eure Stimmen alle zusammenzählen werde. Und praktisch das Gesamtergebnis wird dann eine Stimme sein. Wie bei mir, wie hier alle anderen auch. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie war das denn noch mit diesem dämlichen Förderband. Bild verrutscht. Vielleicht ein bisschen doof hier so stehen zu bleiben. Ein bisschen unbeholfen hier, aber ich benutze das ja so selten. Und daher, ne? Jo, wir kommen hier auch schon wieder ans Ende
Ja, ihr wisst das. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Like, Abo. Freut mich, hilft mir. Und ja, morgen wieder 2 Folgen, Donnerstag auch 2 Folgen und dann ab Freitag normaler Plan, sprich Freitag nur 1 Folge. Freitagabend Livestream, Samstagabend wahrscheinlich Livestream, Sonntagabend könnte ich mir auch vorstellen. Und ja, Samstag, Sonntag natürlich auch wieder 2 Ausgaben hier von uns. Und Freitag der Livestream, der soll dann schon tatsächlich auf der neuen Version sein. Auf der neuen Map sein, meine ich. Mal gucken, auf welcher wir dann spielen. Wir werden es sehen. Ich lasse mich da überraschen. Lass mich da nicht bekloppt machen. Wir finden schon was. Und ihr könnt mithelfen. Und in diesem Sinn sage ich dann mal ciao.